Tag Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Need for Speed Pro Street. Wir stehen hier immer noch in Willow Springs mit unserem Nissan Skyline. Ziemlich, ja, verschrottet. Der rechts möchte aber noch ein Foto davon machen. Und ihr seht jetzt, uns fehlt nur noch ein Hauch, nur ein Müh, dass wir hier den ersten Platz erreichen. Aber dazu brauchen wir jetzt natürlich hier noch, brauchen wir irgendwo noch einen ersten Platz. Und ich glaube, das Beste ist, wenn wir dann nochmal hier ins normale Grip-Rennen gehen, denn ich weiß gar nicht, wie ist er? Rennschwein Rudi Rüssel habe ich ihn getauft. Rennschwein Rudi Rüssel hat hier immer noch eine Nasenlänge vorne. Ist noch eine Nasenlänge vor uns. Und das muss es jetzt, irgendwie müssen wir das jetzt handhaben. Irgendwie werden wir den doch jetzt platt machen können. So, unsere Taktik ist es erstmal ganz am Anfang direkt an einen vorbeizuziehen. Und ihn dann in irgendeiner Form immer versuchen auszubremsen. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe einfach, dass es ausreicht. Wo ist er denn? Rudy Chen mit seinem 911 Turbo, der ist es. Der Typ ist es, der geht mir tierisch auf den Sack. Da links, da, das ist er. So, Natascha, lenk ihn mal bitte ab. Lenk ihn jetzt mal ab. Wir müssen jetzt. Mir fällt gerade auf die R2-Taste, die ist schon ordentlich durchgenuddelt. So, jetzt muss ich hier schon mal NOS gehen. Genau, gleich NOS. Und versuchen uns hier zu behaupten. Und überhaupt und so, ne? Das kannst du vergessen. Wo geht's denn hier lang, Mann? Oh, Leute, da könnte ich schon wieder voll abnibbeln. Da kann ich gleich wieder anfangen. Dann machen sie die Strecke im Dead End. Meine Güte, mach da mal einen Pfeil hin. Nein, ich will nicht reparieren. Könnte ich wieder ausrasten. So ein guter Start und dann... Alter Latz. Mann, Mann, Mann. Da sperrt man die Strecke ab, ihr Vollpfosten. Deswegen fahrt ihr hier immer noch scheiß Street Races, weil ihr zu blöd seid, eine Strecke abzusperren. So, vielen Dank. Jetzt geht es los. Und damit herzlich willkommen. Nein, meine Fresse, ey. Da könnte ich ausrasten. Wenn man die Strecken nicht kennt. Oder nicht erkennt. Ah, den kann man auch nicht wegschieben, ne, den Typen. So, der wird jetzt hier ordentlich gefistet, der Junge. Der wird jetzt ordentlich gefistet. Der kriegt es auf den Sack. So, jetzt kommt die Höllenstrecke. Okay, ich muss erstmal ein bisschen die Strecke lernen. Sehr geil. Abgebremst. Ich hasse die Strecke jetzt schon. Okay, ich muss die Strecke einfach nochmal lernen hier. Ja. Jetzt runterkommen. Einfach runterkommen. Das Ding, das ist nicht so schwer. Er hat da schon seinen Schwachpunkt. Er hat... Alter, 50 km/h und ich drücke auf die Bremse und das Ding, das driftet hier rum. Ich brauche ein Reifen-Upgrade oder irgendwas. So, wir haben noch einmal NOS. Ansonsten dominieren wir. Oh, er zieht schon ganz leicht nach links. So, jetzt einfach, wenn es jetzt auch nichts wird. Meine Güte, wir haben jetzt seine Schwachstelle. Es ist, oh, da ist irgendwas, irgendwas hat gerumst. Der Typ ist sowas von Banane, ey. Der hat doch echt nicht mehr alle Latten am Zaun, hast du. Ficker, ey. Jetzt kriegst du aber voll einen auf den Deckel. Vor allem das Krasse ist, ne, der hat so einen leichten Porsche und ich kann den reindonnern wie sonst was. Das interessiert den gar nicht. Ist mir jetzt auch egal. Der kriegt jetzt, wenn der vorbeifährt, kriegt er automatisch auf den Sack. Ich werde meinen NOS benutzen, um ihm einfach so rein zu deppern, dass bei ihm wenigstens mal irgendwann die Tür rausfällt. Kannst du gleich vergessen. Kannst du gleich wieder auf die Bremse treten. Ja, ja, komm. Jeglichen Ballast von der Kiste abwerfen hier. Meine Fresse. Der Junge, der will es wissen. Also, er gefällt mir aber auch irgendwie. Es gefällt mir schon echt, dass der so richtig schön aggressiv fährt. Er fährt eigentlich so wie ich, ne? Er fährt so ein bisschen so wie ich. Ich glaube, der ist auch richtig angepisst. Sag mal, bin ich hier irgendwie online gegangen? Und der sieht immer, wenn ich online gehe und sagt sich, nee. Jetzt kriegst du einen auf den Sack. So, ich konzentriere mich jetzt, Leute, diese Runde. Ich möchte ihn jetzt endlich platt machen. Der Junge, der steht nur noch zwischen mir und Mr. Krieger. Kannst du gleich vergessen.
Kannst du gleich wieder abbremsen. So, jetzt kommt hier das Gefährliche. Hier kann ich relativ easy durch. Sowas. Genau, okay. Yes! Oh, jawohl. Ja, danke für den Ruckler der Hölle. Damit, ich habe wirklich das Gefühl, dass während des Rucklers in irgendeiner Form mir die... Oh, komm jetzt, ey. Die Lenkung nochmal aus dem Ruder gerissen wird. Aber jetzt trotz Meckern, trotz Scheißstart, haben wir das Ding gerockt. Die Kiste ist mal wieder Schrott, aber wir haben ihn in die Schranken gewiesen. Und ich hoffe, ich bete dafür, dass es jetzt reicht. Ich habe mir heute extra mal keinen Beruhigungstee genommen, sondern ich hatte noch vom Kochen ein bisschen Rotwein übrig. Und da habe ich mir gedacht, heute gönne ich mir einen kleinen Rotwein. So, bitte lass es jetzt genügen. Ah, ich muss wirklich alles dominieren, ich muss alles schaffen. Wie soll ich denn das bitte schaffen? Wie zur Hölle soll ich das schaffen? Es tut mir leid, das kann man nicht schaffen. Also absolut, es tut mir echt leid, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Also ich hätte wirklich gedacht, jetzt mal dreimal Erster, den Rest alles Zweiter, dass das jetzt mal ausreicht hier. Ich meine, auch bei den Drag-Rennen hat das ja in irgendeiner Form dann mal ausgereicht, ne? Oh, das ist böse. Das ist richtig böse. Aber das ist die Strecke, die man eben hat. So, und ich kann eindrucksvoll zeigen, dass ich es immer noch nicht drauf habe. So, er will natürlich jetzt gleich wieder überholen. Jetzt komm schon, ich fahr 70. Ich fahr 70 km/h, da kann man auch mal lenken. Ne, es ist nicht die Strecke, das ist wieder die Strecke der Wurst. Es ist so, als würde die Wurst gerade die Kloschüssel runtergespült werden. So fühlt sich die Wurst. Das ist die Strecke der Wurst. Die ist absolut scheiße. Gott, ich werde es nie schaffen. Ich glaube wirklich, ich muss die ganze Kacke hier nochmal abbrechen und muss mir eine neue Karre holen, weil ich einfach hier keine Chance habe. Das möchte ich, würde ich gerne die Wiederholung sehen. Würde ich wirklich gerne die Wiederholung, wie das gehen soll, dass ich im Vorwärtsbewegen die Scherkraft da ist und dass es mich komplett aus der Bahn hebelt. Ich bin nicht ganz ergründlich, wie dieser Unfall passieren sollte. Aber okay. So, ich probiere jetzt einfach mal mein Bestes. Komm. Ich brauche eine andere Karre. Sorry, Leute. Ich habe alles gegeben. Wenn das wird jetzt eh nichts hier. Das kann ich eigentlich nochmal komplett anfangen. Aber, nee, ich habe auch gar keinen Bock drauf. Ich habe echt, wie geht denn die Scheiße? Ich will raus. Raus will ich. Ich will raus. Ich beende das jetzt, denn ich sehe hier absolut kein Land. Wir brauchen eine Karre mit mehr Leistung. Das reicht nicht aus. Damit ist natürlich jetzt alles hinüber, was ich die ganze Zeit wollte. Finde ich echt schade. Finde ich echt schade, dass sie mir hier einfach nur, zweimal diese Scheißdinger, sorry, ich muss jetzt ein bisschen meckern, weil zweimal zum Schluss Sektor-Shootout, wo der Erster sein muss anscheinend, ist scheiße. Das Prinzip ist kacke von den Rennen, weil ich immer der Letzte bin, der startet. Damit habe ich schon automatisch am wenigsten Punkten und ich kann die anderen nicht einholen. Das Prinzip ist nicht durchdacht und nicht. Brauchen wir nichts weiter sagen. Ist halt ein bisschen blöd. Ich verlasse den Scheiß, weil ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf habe. Da mache ich lieber noch ein paar Driftrennen und versuche mich da zu bessern, weil da hat man wirklich irgendwie noch eine Nuance einer Chance. Da hat man noch, aber hier sehe ich absolut keine Chance. Da trinke ich ein Schlückchen Rotwein. Nein, wir gucken jetzt mal in die Garage. Ich habe nämlich natürlich einen Plan. So, ich dachte eigentlich schon, dass wir hier in die Karriereübersicht gehen. Wir müssen echtes schaffen. Das ist ziemlich nervig. Ziemlich nervig. Oder wir machen einfach ihn hier unten heute. Warte mal, wir machen einfach mal das hier. Genau, wir machen einfach mal den. Wir versuchen jetzt einfach mal mit den... Nee, wir wollen die Viper. Genau, wir machen das einfach mal jetzt ein bisschen. Die sind ja wahrscheinlich noch nicht ganz so schnell. Das heißt, da könnten wir wahrscheinlich die ersten zwei Etappen relativ easy schaffen. Und dann verfransen wir uns wieder. Hehe. Aber da haben wir jetzt wenigstens nochmal ein bisschen Ziele, ne? Und dann kommen erst die schweren Sachen. Okay. Wir haben ja auch Geld gemacht. Es ist ja jetzt nicht so, dass das alles voll in die Binsen lief. Wir haben ja ordentlich Geld gemacht. Wir haben jetzt, glaube ich, so 850.000. Was machen die Mädels da oben eigentlich in diesem komischen Rad?
Das ist doch wirklich sexistisch. Die werden hier wie die Hamster eingesammelt. Nee, wir haben 950.000. Meine Güte, Speed Challenge Top Speed. Wir machen das mal Top Speed. Die finde ich nämlich ein bisschen geiler. Mit unserer Viper. Bevor man die, ich wollte schon sagen, in die ewigen Jagdgründe eingehen lassen. Aber vielleicht ersetzen wir unseren Nissan Skyline gegen die Viper. Weil die Viper hat mehr Bums, ist leichter und kann wahrscheinlich mit dem Porsche 911 Turbo mithalten. So dass wir die Viper nicht nochmal kaufen müssen. Die haben wir dann eben. Und dass wir dann für diese Highspeed-Rennen hier uns einen richtigen Knallerwagen nochmal holen. Das klingt gut. Das klingt gut. Okay, aber jetzt muss man erstmal gucken, ob ich überhaupt mit der Viper hier noch klarkomme. So, es geht Topspeed. Ihr wisst es, da sind einzelne Tore aufgebaut. Dort müssen wir mit möglichst hoher Geschwindigkeit durchrasen. Nächster Kontrollpunkt in 1000 Metern. Wir haben dreimal NOS. Es gibt auch nur vier von den Dingern. Also heißt es jetzt eigentlich schon draufhauen, was nur geht. Ja, vielen Dank für das Gerummel direkt am Anfang. So, direkt erstmal an die Spitze geprescht. ...350 ist, denke ich, gar nicht so verkehrt. So, gleich nochmal einen NOS hinterher schieben. Zack. Dann fahr doch vorbei. Lass mich vorbei oder fahr vorbei, aber mache irgendwas anders. Schwerer Schaden wegen diesem Müllsack. Okay, es ist aber natürlich, das ist hier Highspeed. Das ist Highspeed, dann wird auch mal das Blech wegfliegen. Da kriegen wir auch mal einen Deckel. So, jetzt 500 Meter, wo ist es? Da ist das Tor, Feuer. Keine Ahnung, ob wir Platz 1 sind. Bis jetzt geht's auch noch. Die Strecken sind noch relativ human. Die werden natürlich wieder sauscheiße schwer. So. Gewonnen. Die Kiste ist jetzt schon am Limit. Komplett Schrott. Oh Gott. Wenn man so extrem Highspeed fährt und dann wirklich das Lenkrad nur so antippt, wie die Kiste schwabbelt und dann kommt wer anders noch und es boxt einen komplett weg. So, alles klar. Da kommt schon der König und möchte sich hier sein. Keine Ahnung, labert mir ein bisschen rein. Das soll mir jetzt zeigen, dass er so ein absoluter King ist, oder was? Er fährt einfach nur die leere Straße runter mit cineastischen Kameraeinstellungen. Das kann ja jeder. Das kann ja jeder. Es geht ja eigentlich nur darum, unter nicht diesen Voraussetzungen ein gutes Rennen zu liefern. Denn er muss erstmal gegen uns dann antreten. Ist aber noch ein weiter Weg. Wir müssen jetzt erstmal reparieren. Wir müssen jegliches Geld sparen. Ich hoffe einfach, wir knacken vielleicht in diesem Part schon die 1-Million-Marke. Das wäre richtig nice. Streckenrekord haben wir auf jeden Fall schon mal gebrochen. So, aber wir müssen reparieren, den müssen wir reparieren, ansonsten ist die Kiste bald hinüber. So, gleich ins nächste Rennen, wir machen wieder Speed Challenge. Sieht relativ ähnlich aus. Ich finde, so gehen die ja noch, ne? So ist es spannend, so hätte ich beinahe einen Unfall gebaut, so haben wir trotzdem gewonnen. So sind die geil, aber oh Gott, dass die Need for Speed Spiele immer am Ende so schwer werden. Kann man gar nicht sagen, immer. Also gerade hier so die PlayStation 3 mittlere Ära. Das hier, Shift, wurde auch so unmenschlich schwer. Boah, mit der das habe ich geschafft. Ich meine, jetzt Most Wanted und Rivals waren nicht so schwer. Ne? Die waren schon dann gegen Ende auch relativ schwer. Aber nach dem zweiten, dritten Versuch hat man es locker geschafft. Wenn ich bei Need for Speed Shift noch dran denke, ey, da haben wir ja ewig gebraucht. Nochmal hin, nochmal einen neuen Wagen. Okay, vier Dinger wieder mal. Ich hau gleich am Anfang gleich wieder NOS raus, damit ich hier das Maximalste raushole. 500 Meter und Feuer! So, da erhoffe ich mir wirklich so einen Extrem-Boost, weil die anderen natürlich so einen Boost nicht raushauen. Oh, hier hoppelt man, glaube ich, immer so ein bisschen, das war das. Nicht blinzeln, nicht blinzeln. Ja, der erste hat einen Totalschaden. So, da haben wir's. Ab durch die Hecke und auf dem ersten Platz. Boah, die Kiste, sie fährt sich schon geil, aber ich bin halt nicht so... Alter, die fährt sich so extrem zackig. Man kann wirklich theoretisch alles ausmanövrieren, wenn hier irgendwas auf der Strecke ist. Aber es ist sau, sau schwierig. Alles klar. Ja, dann fahr doch, Mann.
Ich hasse diese Säcke, die einen voreinfahren und dann abbremsen. So ein räudiger Sack. Der macht doch da vorne mit dem irgendwie heimlich Beischläfchen in der Pause. Okay, wo ist das Tor? Da ist das Tor. Zack, auf Platz 1. Okay, jetzt nur noch durch. Und hoffen, dass wir das Ding hier noch rocken. Ich weiß immer nicht, ob das hier hinten noch zählt. Zählt das hier hinten noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss dann wirklich einfach nur noch ins Ziel kommen. Die Kiste ist natürlich schon wieder fast Schrott, weil der mich anfahren muss. Aber Will Jackson hat es komplett aus der Bahn geholt. Total schade. So schnell kann es gehen. Ne? Da dachte sich Will Jackson am Anfang, Alter, hier mache ich alle platt. So geht der, so ist der wirklich angekommen, hat mit allen geredet, hat ein bisschen gepostet und dann auf einmal haut es sich aus der Bahn. Wir haben schon mal gewonnen. So, wir nehmen das letzte. Aufladungspaket Stufe 4 für die Viper. Das ist natürlich richtig nice. Das ist natürlich richtig reif. Viermal NOS ist nicht so verkehrt. Wir benutzen das jetzt gleich mal. Nee, können wir ja gar nicht. Können wir ja gar nicht. Das ist noch nicht eingebaut. Da müssten wir erst den Renntag verlassen, das einbauen, dann wieder zurück. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier, wohl oder übel, mit den gegebenen Sachen noch zurechtkommen. Ja, aber das kriegen wir eigentlich hin. Das kriegen wir hin. Dreimal NOS, das sind meistens 4 Speed-Tore. Das kriegen wir hin. So. Niemals. Niemals werde ich mich hier geschlagen geben. Jetzt gibt's auf den Sack. Ryan Cooper ist wieder am Start. So, let's go. Ah, bisschen kaputt ist die Karre. Ein bisschen. So. So, muss gleich mal gucken, wenn hier der Counter um ist. Alter, das sind viele. Das sind ganz schön viele Tore. Da muss ich mal ganz kurz gucken. So die letzten, da würde ich mir, glaube ich, eher mal NOS aufheben. Oder direkt am Anfang einmal. Einmal am Anfang, das bringt immer relativ viel. Ja, am Anfang ist immer ganz gut, weil die das nicht benutzen. Die benutzen das nicht am Anfang, damit kann ich schon einen schönen Grundstein legen. Ja, ich muss halt irgendwie dann vorbeikommen. Und die fahren hier im Enten... Ne, Gänsemarsch, nicht Entenmarsch, ne? Irgendwie hieß das so. So, jetzt heißt hier mal schön dran vorbeigedonnert. Mit 300... Alter, da kommt er rüber, Mann! Schulterblick, du Vollpfosten! Das ist dieselbe Strecke, die wir eben gefahren sind, aber halt jetzt noch ein bisschen größer. So, erster Platz. Ich muss mal gucken, mit 700 noch was, dass ich, wenn ich wirklich weit vorne bin, jetzt nicht so auf Konfrontation fahre, sondern einfach den Puffer ein bisschen ausbaue und dann gegen Ende eher ein bisschen abbremse, dass ich sicher ins Ziel komme. Uiuiui, das war knapp. Oh, die Karre, die ist böse. Das sage ich euch. 1400, das ist knapp, ne? Es ist knapp. Wir müssen natürlich hier dominieren. So, jetzt könnte ich theoretisch nochmal langsam einen Knaller zünden. Aber vielleicht ist das auch der Reserve. Ach, komm her, einmal jetzt. Mit, oh, fast 400 Sachen durchgebrettert. Bei 399 war er abgeriegelt. So, nicht mehr viel. Okay, wir konnten uns wieder an die Spitze vorboxen, aber das ist eine sehr knappe Kiste. Ganz knappe Kiste, du. So, jetzt den letzten NOS nochmal raushauen. Komm, 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 langsam rum. Und jetzt schön in der Geraden. Einmal darf ich blinzeln. Einmal blinzeln und Feuer. 401. So muss es sein. Mit 401 km/h. Das ist doch neuer Speed Limit. Und geile Runde. Geile Runde. Wenn die nicht ganz so schwer sind, dann ist es auch geil. Aber wenn es halt wieder so extrem schwer wird. Ich meine, es ist schon mal geil. Das ist kein Schwierigkeitsgrad. Doch, es gab ja einen Schwierigkeitsgrad. Wir haben das Schwerste eingestellt. Also die Fahrhilfen und so halt ausgestellt, aber es ist schon klar, dass das Spiel immer schwerer wird. Aber ich finde, bei Need for Speed ist es schon prägend. Die alten Teile, dass es immer so massivst schwer wird. So, Speed Challenge. Was war nochmal Speed Challenge? Wir machen mal das hier. So, mit unserer Viper setzen wir uns hier nochmal an die Position 1. Komm, Speed Challenge, wir müssen als Erster durchs Ziel fahren. Müssen wir gar nicht. Ich glaube, der dritte Platz würde reichen. Von den Punkten her würden wir dann schon dominieren.
Ja, Leute, es ärgert mich selbst so ein bisschen. Entschuldigung, dass ich vorhin so gemeckert habe, aber ich hatte schon gedacht, dass man nicht alles dominieren muss. Und ja, das war einfach, denke ich, wirklich kaum möglich mit unserem Skyline vorhin. Da müssen wir wohl oder übel nochmal ein bisschen in die Trickkiste greifen. Go. Ah, jawohl. Voll nach rechts gelenkt. Sorry, Leute, ich habe volle Möhre nach rechts gelenkt. Aber ist halt manchmal nicht so, wie man es will. Haben sich aber auch alle quergestellt vor uns, also im Anfahren waren wir alle schlecht. Aber es ist auch geil, jetzt müssen wir uns vorkämpfen. Yes, schöner Trash Metal. Das motiviert. Jetzt geht's los, Leute. Siebte Position. Das ist halt schon geil gemacht, muss ich sagen. Männer, die sind schon geil gemacht hier, die Rennen. Das fetzt schon. Die sind schon cineastisch geil in Szene gesetzt. So, jetzt muss ich mal langsam Nos rauszündeln hier. Wir sind gerade mal Vierter. Dritter Platz. Eigentlich will ich den Ersten machen, ne? Ist ja klar. So, einmal Nos haben wir noch. Aber ich glaube, den habe ich ein bisschen zu spät geloadet. Ha! War der Start. Der Start war echt ziemlich kacke. Den habe ich natürlich komplett versemmelt. Ja, da war mal 0,3 Sekunden hinter ihm. Ja, war mein Fehler, muss ich sagen. Ich bin eben vorne reingefahren, bin dadurch aus der Bahn geschlackert und dann wie so ein Trottel habe ich reflektorisch einfach nur das Gaspedal durchgedrückt. Das ist natürlich falsch. Da sollte man vielleicht einfach mal vom Gaspedal runterkommen, wieder ein bisschen Traktionskontrolle kriegen und dann nochmal neu anfahren. Habe ich nicht gemacht. Ich gebe zu, war scheiße. Motorpaket! Ach, für den GTO. Okay, wir bauen auf jeden Fall alles rein. Wir verlassen den Renntag, wir haben es damit geschafft, reparieren das Ding und wir haben die 1-Millionen-Marke erreicht. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf jeden Fall jetzt nochmal in die Garage. Ja, bei anderen Let's Playern, da gucke ich manchmal, die beginnen das Let's Play oder den Part meistens, indem sie in der Garage irgendwas Cooles machen. Ich finde irgendwie, es ist ein Rennspiel, es sollte mit einem schönen Rennen beginnen und so am Ende kann man hier meistens rumbasteln, oder? Aber so insgesamt sollte es doch prinzipiell um die Rennen gehen. Meine Meinung, kann man eigentlich den hier nicht noch so ein bisschen aufpulvern? Kauft, installiert, ist alles installiert, ist halt alles drin, das ist alles installiert. Sub nix, es geht nicht. Bringt alles nix. Ich muss einmal will ich durchgucken, ob man, der ist halt wirklich nicht, kann ich ja das machen, tolle Wurst. Aufladung, gekauft, alles egal. Wir haben auch nie mal so eine separate Stufe 4 Aufladung bekommen oder irgend so ein Upgrade, leider nicht bei dem. Der ist natürlich hier mit Leistungsstufe 4, Stufe 3 der Schwächste im Glied. Das wird wahrscheinlich dafür nicht ausreichen. Okay, aber wir wollten eigentlich zum Pontiac. Wo hat man da jetzt, was hat man da gekriegt? Motor? Yes, Motor. Gibt nochmal ein bisschen mehr. Ist leider auch nur Stufe 3, ne? Was soll ich sagen, ist halt auch nur Stufe 3. Den könnte man eigentlich wirklich über den Jordan werfen. Aber vielleicht kriegt man ein bisschen mehr Geld. So, jetzt geht's nochmal zur Viper. Jetzt geht's los. Yes, Aufladungspack. Hau raus, was geht? Nee, hä? Hatten wir da nicht Aufladungspack? Irgendwas hatten wir doch. Hä? War das irgendwas anderes? Aufladung. Das war's. Alter, das bringt nochmal ein bisschen Leistung. Geil. Das ist natürlich jetzt, ist eine andere Ausmarke, ne? Vielleicht sollten wir wirklich alle jetzt so auf Stufe 4 bringen, beziehungsweise uns Wagen holen, die auf Stufe 4 fahren. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist, denke ich, die Viper, die ist eigentlich derzeit ausreichend. Ob die natürlich dann gegen Ende noch ausreicht, das werden wir herausfinden. Vielleicht schon das nächste Mal. Ich glaube zwar eher nicht, denn wir sind jetzt hier im nächsten. Wir gehen schon mal rein. Wir gehen schon mal rein, damit ich dann das nächste Mal weiß. Da geht's weiter bei Ebisu. Ebisu. Nein, wir wollen natürlich mit unserer Viper starten. Der GTO, der ist als zweiter dran. Der ist leistungstechnisch echt zu schwach. Leider ist er zu schwach. Den können wir gar nicht mehr benutzen. Tja, was soll ich mit dem machen?
Ich weiß es nicht. Die Frage ist natürlich... Ah, ich weiß es echt nicht. Es ist sehr schwierig, ob ich vielleicht den GTO umfunktioniere in Drift-Auto, damit ich beim Driften wenigstens eins habe mit ordentlich Power unter der Haube. Das Problem ist, ich muss den wieder komplett upgraden, weil das sonst nicht zählt. Und dafür geht mein ganzes Geld auch wieder drauf. Und ich brauche das Geld. Die Zwickmühle. Das ist ja wie im echten Leben. Nie hat man Geld. So, unsere Viper steht startklar. Da wartet auf den Anpfiff. Aber wir sagen Tschüss. Also ich sag euch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Zurück zu Need for Speed Pro Street. Mit unserer Viper geht's hier wieder weiter.